Ja, jetzt texte mich wieder hier auf Koreanisch zu. Das ist natürlich sehr toll. Ja, Shia LaBeouf. Buff, tut mir leid. Okay, alles klar. Das finde ich jetzt echt ein bisschen doof, dass das jetzt nicht alles komplett hier übersetzt ist, aber okay, wir kommen schon klar, alles gut. Also wahrscheinlich müssen wir jetzt zu Kokara Village. Wir können ja auch einfach hier der Quest mal folgen. Ah, okay, jetzt habe ich das noch zwei davon. Okay, also es wird aufgebraucht. Zu wissen. Jetzt kann ich auch dafür wieder fliegen, nicht wahr? Ist das richtig? Ja. Genau. Wunderbar, wunderbar. So. Müssen wir mal zu den NPC hier. Ganz gemächlich schweben wir mal zu der, ja, Ratte. Aus. Wie auch immer. Ja. Interessant. Ja, sehe ich, ja, seh ich auch so. Ja. Genau. Education Police, ja. Dieses Naughty, diese Naughty Children, das ist wirklich schlimm. Ja, Teacher Blush, ja, das ist richtig gut. Was bekommen wir denn hier Schönes? Ein Energiedrink. Ah. Und ein Meat Dumpling, also was zu essen. Schön. Schön. Ja, wieder zurück. Natürlich. Kennt man ja auch schon von anderen Quests, dass man einfach hin und her gescheucht wird zwischen den NPCs. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Digimon Masters Online. ja. Was haben wir denn hier? So. Gib mal her. Level up. Sehr schön. You can learn a new skill. Ja, würde ich wirklich gerne. Wenn ich wüsste wie. Hotkey-Menü. Ah! K. Okay. Ja, wie gesagt, ich lerne noch, ja. okay, Double Strike. Kann man die jetzt auch irgendwie einsetzen, die Skills? Also wahrscheinlich ja. Aber die Frage ist natürlich, wie? So. Kann ich mir jetzt irgendwie rund. Ah! So. Ich würde fast sagen, ich mache die mir auf die F-Tasten. Was ist das überhaupt? Ich meine, wir können es ja mal im Kampf direkt verwenden. Also, wenn man hier draufklickt, dann skillt man das. Okay. Active Fighter. Okay, Fighter sind wir ja nicht. Swordsman sind wir auch nicht. Action Skills ist auch. Ach, hier haben wir noch Emoticons. Das ist ja toll. Was macht denn der hier? Verwandelt er sich jetzt oder wie? Nee. Okay. Ja, wir sind ja hier der materiale Artist. Okay, was haben wir denn? Aspopo. Okay, das ist das, was wir den mit diesen Steinen da zum Teleportieren. Können wir ja gleich mal ausprobieren. Ich mir das jetzt. Ich mache es mal hier auf F12. Okay. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was sich lohnt, überhaupt zu skillen. Tunnel Slash. Energy. Damage. Okay. Das ist ein Active. Also, das sind alles Actives auf jeden Fall. Power Up. Ah, Power Up können wir auch lernen später. Ab welchem Level? Level 4. Okay. Ich würde mal sagen, dann. Mit RP Ability. Können wir das doch mit einfach das hier mal lernen? Einfach mal so. Sehe ich auch irgendwo meine Punkte, wie viel ich noch habe? Ist das hier, bedeutet das, wie viele Punkte ich noch habe? Eventuell. Dann würde ich doch glatt nochmal hier einen reinsetzen. Oder auch nicht. Was ist denn das jetzt schon? Okay, also das erhöht dann die Skill Power um 99. Okay. Habe ich das jetzt noch? Ja, nicht so. Ich ziehe mir auf jeden Fall erstmal hier unten rein. Ja, gut. Hier haben wir jetzt noch eine 6 stehen. Ich weiß jetzt nicht. Okay. Kann man jetzt einfach sich einfach um hier runterziehen, so. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt noch, wie ich das jetzt noch leveln könnte. Level 1 ist die Fähigkeit auf jeden Fall. Ach so, und Level 2 Requirements. Ach so, muss mal Level 5 sein. Okay. Hier müssen wir Level 4 sein und hier müssen wir auch Level 4 sein. Self-Cast, okay. Gut. Was heißt Reduce? Cooldown. Also hier würde das beim Aufleveln den Cooldown ein bisschen runtersenken. Runtersenken, ja. Alles klar. Jetzt
das ausgewählt? Nee, haben wir nicht. Gut, egal. Wo sind wir jetzt eigentlich mit der Quest? Wo müssen wir jetzt da hin? Also da hinten leuchtet was grün. Also da gucken wir mal hin. Soll ich mal sagen. Weiter geht's mit den Abenteuern des Shia LaBeoufs. So. Hallo, Lady. Sie sehen wunderschön heute Morgen aus. Okay. Gibt es ja eigentlich auch einen Unterschied zwischen Story-Quests und so? Kann man es irgendwo sehen? Ja, vielleicht hier Informations. Ja, das ist sehr informativ. Okay. Und hier ist eine riesengroße Kapsel. Was ist denn das? Ein Auktionshaus. Ach so. Okay, ja gut. Wir können jetzt wahrscheinlich eh nix, noch nichts kaufen so. Also, oh, wir haben eine Mailbox. Und wahrscheinlich auch eine Mail. Okay. Ich habe ich mich halt umsonst gefreut. Ich habe gedacht, ich habe jetzt hier eine Mail bekommen. Na gut, niemand schreibt mir. Teleporter, okay. Dann kommen wir zum Kokara Village. Ah, sind wir ja gerade. Using the Teleporter, Teleporter. Okay. Gut, dann benutzen wir den mal. Glaube ich, dass wir den benutzen müssen. So. Ja. Geil. Okay. Josh. Okay, gut. Gut. Sollen wir jetzt zu unserem Bankier mal gucken? Aha. Yahoo. Ja, ich benutze eher Google, aber. Open Bank. Also hier können wir unsere tollen Sachen lagern, wenn wir die mal nicht brauchen. Darf ich es auch mal verschieben? Ich darf es nicht verschieben. Okay. Was haben wir denn hier? Using the warehouse. Ja. Machen wir doch gerade. Okay. Okay. Hallo? Ah, wieder leck. Gut, wir haben jetzt hier noch eine Quest offen, irgendwo. Using the Teleporter. Come to Yadara. Teil der Teleporting. Das war doch der Typ hier, oder nicht? Muss doch der gewesen sein. Nee, das ist Tour Kehle. Wo ist dann hier Dingensbumsen? Ist hier Tuo Kehle? Sender Tuo Kehle war das ja, aber wo ist, meine ich, Kamdo Yardarts? Yardarts? Wo ist denn Yardarts? Hallo? So, Yardarts. Wenn man es 3, 4 Mal sagt, hört sich trotzdem nicht besser an. Na gut, ich weiß jetzt nicht, wo dieser Typ sein soll, aber diese andere Quest da, die können wir ja mal kurz verfolgen. Wir müssen dann bestimmt hier zu Niobe, wie es aussieht. Ja, genau. Hallo? Wieder leck. Sehr schön. So. Ja, irgendwas mit den Scouter auf jeden Fall. Dann kriegen wir neue Pants. Jo. Müssen wir jetzt nach da hinten? Ja, erkunden wir mal schön unsere erste Stadt. Mit dezenten Leck. Sibate? Ja, Sibate. Hallo? Danke. Was war das jetzt? Warum? Warum geht das nicht? Ach so, mein Inventar ist voll. Das ist ja mal was ganz Neues. Was haben wir denn hier? Kann ich das auch irgendwo verkaufen? Ist hier irgendwo ein NPC, der Sachen annimmt? Das wäre schön. Ich könnte einfach mal hier gucken. Oh, leck. Ich glaube, ich wechsle gleich mal. Kann ich hier den Server irgendwie mal wechseln oder so? Hier, Schenne. Busy, busy, busy. Oh, ich bin doch schon in Null. Trotzdem so viel Leck. Okay. Na gut. Mr. Toto. Skill Reset. Ach so, hier kann man auch noch seine Skills dann wieder auf Null setzen. Das ist natürlich sehr schön, wenn man sich verskillt hat oder so. Aber verkauft die auch irgendwie. Hier, Mutenroshi, sein Bruder. Verkauft die auch irgendwo mal Sachen, dass ich meine mal verkaufen kann? Ah, Merchant, das hört sich doch schon mal gut an. Aha. Kann ich jetzt auch einfach mal hier so. Ich bin ja eh kein Namekianer, kann ich das einfach mal verkaufen? Zack und so? Nein? Okay. Wie kann ich dann Sachen verkaufen? Buying.
Repair not needed, ja. Nach Rechtsklick vielleicht. Ah, okay. Namekiana, brauche ich auch nicht. Was ist das? Medizinisches Wasser, ja, das kann man mal immer gebrauchen. Für den Haushalt oder so. Medizinisches Wasser ist nie verkehrt. Okay, Level 6 sind wir noch nicht. Das können wir mal schon mal behalten hier. Flying Jet, das behalten wir auch. Behalten wir auch. Namekiana wieder. Okay, er ist wieder für Human. Was ist das denn so das Erste, was wir hatten? Okay, das kann auch weg. So, würde ich mal das gerne sellen. Dankeschön. So, jetzt gehen wir mal zurück zu den NPC hier. Wo war denn der? Hier hinten irgendwo. Können wir noch fliegen? Nein, wir können nicht fliegen. Natürlich, was würde ich mir auch ein? Warum auch fliegen? So. Dankeschön. So, kriegen wir ein paar Handschuhe. Oh, hier ein bisschen Moonwalken. Oder auch nicht, wegen den Leck. Ah, jetzt hier. Das war schon mal jemand gestorben oder so. Ich meine, der Heiligenschein und die Flügel lassen jedenfalls drauf schließen. Nach da hinten müssen wir jetzt. Ach, hier ist noch ein Merchant. Das ist ja praktisch. Ist das hier nicht einer von den Ninja Turtles? Jedenfalls so einer von den Bösen hier. Ist ja nicht immer mit einem Wildschwein unterwegs. Ach nee, das war was anderes, oder? War es ein Nashorn? Ich weiß es gerade nicht. Wenn es was anderes als ein Nashorn war, vergesst es. So, ach, jetzt müssen wir es mal aussuchen. Was haben wir denn hier? Einmal hier für. Okay, und was ist jetzt der Unterschied? Ach so, das macht Konstitution hoch und das macht Energie-Attack. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen ja mehr so auf Attack und so. Dann nehmen wir die hier. Jo. Yahoo!